Oh, da hast du aber das Helm fast schnell rausgezogen. Ja. Was passiert? Ich habe nichts Sinnvolles gemacht. Erste Panne. Ja, ja. Aber sind wir durch? Wir haben sogar schon gegessen und eingekauft. Ja, hat lang gedauert. Was brauchst du? Zimtkerze? Ja, gut, ja. Hast du eine dabei? Nee, so. Ich hab eine, warte mal. Warte. Das könnte heiß sein. Ist da Knöß dran? Oder sind doch, da sind doch, ist doch, sind doch Haare dran, oder? Die sind das heiß wie so. Die Schnur, die Zündkerze verhust, sauber gemacht, Elektrodeabstand hingestellt. Passt. Läuft wieder. So, jetzt aber schnell zurück, ich hab Durst. Geil. Guck mal, guck dich das mal an jetzt. Flo, gehen wir nicht über die Brücke. Alter, im Leben nicht. Über die? Nicht. So viele Tabletten nicht gerade dabei. So, Matrosen, Tag 2. Scheiße geschlafen, aber sonst immer noch eine geile Tour, ne? Wetter ist okay, kein Regen. Wir wollen jetzt einen Wasserfall angucken. Roller laufen gut, aber je höher man fährt auf dem Berg, desto mehr merkt man, dass die Leistung weniger wird, ne? Aber technische Probleme bisher keine. Mach das nicht! Oje. Oh je. Ey, bist du bescheuert? Alter, ist er bescheuert? Jawohl! Ey, Flo, das ist illegal. Komm da weg. Komm da weg. Oh ja. Also die Temperatur ist hier ein Thema am Berg, ne? Schon Kurzarbeit zur ersten Mal in der ganz komischen Vollgasgang gehört, ja. Ja? Aber nur wegen der inneren Zylinderkühlung. Ich komme hier echt gut hoch, ne? Ja, das ist das Gute bei mir, ne? AC hat einfach keine Temperaturanzeige. Da kannst du wirklich nur aufs Gemisch vertrauen, ne? Aber ich fahre hier gut auf Halbgas im Berg hoch, ne? Freunde. Ich war Vollgas, aber schon halt immer mal so 60. Kurz hier, es ist wirklich hardcore, der Berg hier. So Leute, es ist Samstag. Wir reisen einen Tag früher ab. Nicht, weil wir es nicht mehr ausgehalten haben, sondern weil morgen maximal 17 Grad und durchgehend Regen gemeldet ist.
Und wir wollen ungern bei 17 Grad oder weniger nass 7 Stunden auf dem Roller sitzen. Da haben wir jetzt schon abgebaut, die Fahrzeuge beladen. Und dann geht's ab nach Hause in ein gutes, leises, bequemes Bett. Wäschbinde-Ausschnitt geflogen. Hab ich gestoppt? Nee, oder? Doch. Ich habe was an der Halsfliege gespürt und habe direkt gewusst, fliegt mir jetzt in der Ausschnitt und stecht mich. Nee. Fuck. Alter! Alter, die ist noch drin! Oh, leck. Ja, ist raus, ist weggeflogen. Sie lebt noch. Sie hat's überlebt. Wie oft hat sie dich gekriegt? Oh, nur einmal, vielleicht war es eine Biene, keine Ahnung. Nee, es war eine Wespe, ist weggeflogen. Die hat mich in einmal gestochen. Das ist aber nett. Ja, haben wir Dings dafür. Ja, man sieht's. Können wir was drauf machen? Oh, es tut nur ein klein bisschen weh. Ich hab so Mückenkühlspray im Rucksack, warte. Das war nur Dings, ich war nur aus Haaren. Ich hab was. Ich bin mir nicht sicher, ob die da noch krabbelt oder nicht. Alter. Ich hab nur ein bisschen was gespürt. Die ist weggeflogen. Ja, ich hab's gesehen. Nach Insektenstichen, das ist genau das Richtige, was du brauchst, hier. Der Kai, das gibt's doch nicht. Naja, hör mal, auf mich ist Verlass. Wenn hier einer von einer Biene oder Wespe gebumst wird, bin ich zur Stelle. Skill, musst du die auf den Finger machen und dann drauf. Alter, oh ja. Hat mich zum Klick nur einmal gestochen. Oh ja. Alter. Ja, sieht gut aus. Da, komm her, sprüßen, guck. Das ist nicht zum Sprühen, das ist Gel. Ja. Ach so. Musst du auf den Finger machen und dann greifst drauf. Das kühlt und das betäubt. Wenn was kommt? Weiter ohne. Ja, doch. Frankreich. Ja, kurze Trinkpause. Ah. Oh ja, der spritzt fröhlich weiter. Na ja, gut. Ja, irgendwann muss leer sein, ne? Mein Kabel ist alle. Kleine Beobachtung am Wegesrand. Gabel nass, Felge nass, Reifen nass. Gesundheitsrisiko. Meine Gabel ist so. Okay,
Feder da mehr in, oder? Hä? So. Oder? Sind wir ein bisschen tiefer gegangen? Ja, ja, die sackt ab. Also die ist wie auf so einer Stufe und dann macht die Klack und dann geht die runter. Da steht auch ein bisschen Keil vor, ne? Ja? Geil. Wir holen mal die Mofas und dann zapfen wir immer. So, noch 50 Kilometer bis wir zu Hus sind. Es werden die Wunden geleckt. Im Groben und Ganzen ist noch alles in Ordnung. Mein Vergaser tropft ein bisschen. Die Vordergabel ist undicht. Wusste ich ja vorher, dass die schon einen weg hat. Ja, aber sonst läuft alles. Ne? Beim Flo hat sich ein bisschen der Motor verschoben. Schauen wir mal. Ja, das ist schön nach links gewandert, ne? Aber hält, ne? Hält 4-1. Top, Alter, ich kann mich jetzt schwer. Fährt 1A! Habe ich schon nie gehabt? Hast du das schon mal gehabt? Ja, aber wie geht das? Ist einfach der Splint rausgesprungen oder was? Anscheinend, ja. 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 Ja, gut, so also, wir können das richten. Nee, ich fahre jetzt zu Hamburg. Ich meine, wenn er tanzen würde, das hättest du ja gemerkt. Oh, ich fahr, also. Was soll ich jetzt machen? Ja. So Leute, hier trennen sich die Wege. Jetzt sind wir gerade auf den letzten 30 Kilometer oder was noch zunehmend mehr mit Wasser konfrontiert worden und jetzt sind wir noch richtig gewaschen worden. Aber wir haben es fast geschafft. Ne? Der Weg gabelt sich jetzt. Ich fahre nach Hause, die Jungs fahren nach Hause und wir nehmen ein paar tolle Erinnerungen mit. Ne? Ja. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich habe genug gefilmt. Wenn nicht, seht's mir nach, ich war ja im Urlaub. Ne? So, in diesem Sinne, liken, teilen, kommentieren und wir sagen jetzt alle gemeinsam Tschüss! Tschüss.